Hallo und herzlich willkommen auf eurem Gym-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ich habe mich entschlossen, noch ein bisschen weiterzumachen und heute in diesem Tutorial möchte ich gerne hohe Kontraste erzeugen, eine sehr starke Schärfung erzeugen, Dynamikkompression erzeugen, Entschuldigung, und natürlich auch Entrauschen und so weiter, weil wenn man hohe Kontraste erzeugt und auch ein hohes Schärfenpotenzial im Bild erzeugen möchte, entsteht natürlich Rauschen. Wir haben auch hier bei dieser Vorlage hier im Hintergrund schon ein bisschen Rauschen und das bringe ich dann auch gleich weg, ja. Das ist ein Foto, das steht unter einer Creative Commons Lizenz. Also wenn ihr das weitergebt, schaut einfach unten in der Beschreibung des Videos. Da habe ich das alles verlinkt und da könnt ihr nachschauen, wo das herkommt und wer eben derjenige ist, der das Foto fotografiert hat. Okay, als allererstes werden wir mal mit Dynamikkompression arbeiten. Dazu werden wir übrigens, ich arbeite hier auf 8-Bit, ja, damit es klar ist, also bei 2.9, 8-Bit. Ich werde jetzt die Ebene hier zweimal duplizieren, schalte die untere Ebene aus und auch die obere und werde jetzt hier auf Standard gehen und werde mir aussuchen hier weiche Kanten, also Soft Light. Dann gehe ich auf Farben, invertieren, Farben, entsättigen und zwar nehme ich hier den Monomixer. Dann gehe ich auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner, hier nehme ich einen Wert von 40. Und ihr seht natürlich durch einen invertierten, entsättigten ja, und über weiche Kanten verrechnete Ebene mit einem gaußschen Weichzeichner wird durch geschärft. Ja, das ist ganz klar. So, jetzt schalten wir die obere Ebene zu. Auch hier gehe ich auf Standard und stelle hier die Ebenendeckkraft erst einmal auf 60% und scrolle jetzt hier nach unten und suche mir Fasermischen. Ja. Rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. Also das wäre jetzt erst einmal diese Dynamikkompression gewesen. Und ihr seht natürlich, verstärkt sich das Rauschen hier zumindest ein bisschen. Ja. Aber das soll jetzt nicht mal unsere Sorge sein, darum kümmern wir uns gleich. Im nächsten Schritt werde ich jetzt hier diese Ebene schärfen und zwar den Luminanzkanal. Dazu gehe ich auf Farben, Komponenten, Zerlegen. Nehme hier LAB, zumindest etwas mit einem Luminanzkanal, das kann auch LCH sein, und bestätige mit OK. Und jetzt hier die obere Ebene ist die Luminanzkanal, der Luminanzkanal, die Luminanzebene, die schärfe ich hier mit dem Octave-Sharpening-Filter und zwar von Gimmick hier unter Details und suche hier Octave-Sharpening. Und ich lasse es hier so stehen, wie es steht, auf All und bestätige mit OK. Und ihr seht hier, ist eine wunderbare Schärfung vonstatten gegangen. Nun gehen wir auf Farben, Komponenten wieder zusammenfügen. Und jetzt werden wir hier das zumachen. Und ihr seht, hier hinten haben wir jetzt schon einigermaßen hier mehr Rauschen erzeugt als vorher. Ne? Ihr seht, das, wie das hier rauskommt. Ne? Gut, das könnte man jetzt sagen, da haben wir schon einiges geschafft. Das möchte ich aber jetzt erst einmal nicht, sondern ich werde jetzt hier duplizieren, also nicht entrauschen meine ich, sondern werde jetzt hier einmal duplizieren und gehe auf ja, Standard, gehe hier auf harte Kanten, also Hard Light und stelle hier die Ebenendeckkraft auf 30% und wir schärfen jetzt mit einem Filter und zwar mit dem Hochpassfilter. Wir beginnen mit 4, dem Wert 4 hier. Lassen alles andere so stehen, bestätigen mit OK. Beziehungsweise wir können dann nochmal zurückgehen und Filter Hochpass erneut anzeigen und schauen mal, ob wir hier vielleicht nicht doch besser mit dem Gamma-Hack arbeiten. Das werden wir machen und bestätige mit OK. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Nun werden wir diese Ebene wieder duplizieren und hier gehen wir wieder auf Standard und suchen uns hier Farbe LCH. Und auch hier, wenn wir die Ebenendeckkraft auf 50% zurückstellen, gehen auf Filter, Hochpass erneut anzeigen und gehen mal hier auf 6, auf den Wert 6. Und schauen wir mal, nehmen wir den raus oder lassen wir ihn drin, das macht nicht viel Unterschied. Ich würde sagen, lassen wir das mal so und bestätigen mit OK, rechte Maustaste, nach unten vereinen. So, jetzt werde ich diese Ebene hier einmal duplizieren und werde Gimmick erneut aufrufen und jetzt gehen wir hier auf Local Kontrast
Enhancement, ja. Und hier lassen wir einfach auf All stehen. Ja, da machen wir gar nicht lange rum und bestätigen einfach hier mit okay. Dann werden wir hier hingehen, Farben, Helligkeit, Kontrast. Und hier nehme ich einen Wert von 15. Upsala, einen Wert von 15 und bestätige mit okay. Und ihr seht, es wird jetzt schon ziemlich heftig hier, ja. Und deshalb werde ich jetzt hier Folgendes machen: rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, weiß, volle Deckkraft, beziehungsweise ich werde das natürlich anders machen. Ich muss erstmal hier Filter, alle Filter zurücksetzen und werde jetzt hier einmal verbessern. Nehme hier diesen Symmetrik etc. Pipapo, wie der heißt, den Filter kann ich nicht aussprechen. Und ich nehme auch hier verbessern, Rauschreduktion und auch hier nehme ich den Hintergrund. Werde ich ein bisschen so vielleicht mit dem Wert von 2 bearbeiten und bestätige mit okay. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft. Und jetzt werde ich hier mit dem Pinsel das Gesicht wieder zurückholen. Das möchte ich ja natürlich nicht entrauscht haben. Das soll so bleiben, wie es ist hier. Ja, so. Ja. Und dann wird die Nummer hier schon ein bisschen besser. Gut, ich nehme jetzt hier die Haare auch noch mit, das Ohr und alles andere lasse ich so, wie es ist. Ja, ihr könnt es dann ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen als ich, keine Frage. Rechte Maustaste. Wo sind wir denn hier? Nach unten vereinen. Ich dupliziere die Ebene noch einmal, gehe auf Filter, verbessern, unscharf maskieren und das ist natürlich auch viel zu viel. Auch hier gehe ich zurück auf einen Wert von 350 und schärfe das ein bisschen. Und auch hier rechte Maustaste. Vielleicht schauen wir mal, kann ich das ein bisschen. Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft und dann kann ich hier hinten so alles ein bisschen entrauschen nochmal so und hier so ein bisschen auch das wegnehmen und vielleicht hier sagen wir mal mit 50% oder vielleicht noch weniger ein bisschen hier noch das Rauschen herausnehmen beziehungsweise das was durch die Schärfung eben gekommen ist, rechte Maustaste nach unten vereinen. So. Jetzt werden wir diese Ebene einmal duplizieren und gehen hier wieder zurück auf Filter, Weichzeichner, Gaußscher Weichzeichner. Jetzt werden wir hier die Ebene mit dem Gaußschen Weichzeichner, den wir vorhin schon benutzt haben, mit einem Wert von 40 weichzeichnen. Rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft. Diese Ebenenmaske füllen wir jetzt mit einem neutralen Grau. Das ist ein 80, 80, 80 Grau. So, das haben wir ausgewählt und ziehen es uns einfach hier in diese eben erstellte Maske hinein. Und jetzt werden wir das, was wir nicht weich gezeichnet haben wollen, vom Weichzeichner befreien, indem wir hier die standardmäßig die Farben wieder einstellen, nehmen uns einen Pinsel. Ich ziehe das mal nach oben hier, nehme eine 25er Pinselspitze, mache das ein bisschen größer und nehme alles, das beziehungsweise bearbeiten rückgängig. Das möchte ich natürlich nicht alles nehmen, sondern wir beginnen damit, dass wir jetzt hier erst einmal die Haare ein bisschen freistellen, auch hier die Augenbrauen freistellen und die Augen und hier den Schnauzbart ein bisschen so und hier und die Lippen. Gut, das war eigentlich schon alles in dieser Richtung. Rechte Maustaste nach unten vereinen. So, im nächsten Schritt gehen wir zurück auf Farben, Helligkeit, Kontrast und hier schauen wir mal, ob das zu viel wird. Das wird natürlich viel zu viel zurücksetzen. Gehen wir mal noch auf. Ja, was weiß ich, sagen wir mal 25 maximal, aber das wäre schon das Allerhöchste der Gefühle. Oder wir lassen es einfach so, brauchen hier keine Kontraste mehr. Die sind schon hoch genug. So, im nächsten Schritt gehen wir auf, rufen wir GMeek erneut auf, gehen auf Colors und suchen uns hier unten Tone Presets und wir beginnen damit, dass wir das Velvetia hier nehmen. Und ihr seht schon den Unterschied und wenden das erst einmal an. Dann gehen wir auf Modern Film. Auch das wenden wir einfach an. Und dann gehen wir auf Whiter Whites und wenden das hier an. Und dann werden wir mal schauen, werden wir mit der Farbtemperatur vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Farbtemperatur. Und schauen wir mal ein bisschen hier, dass wir das ein bisschen kühler machen hier. Vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Aber nicht allzu viel, vielleicht so noch ein bisschen. Ja, ihr seht das hier, dann können wir so ein bisschen das zurücknehmen. Das ist dann auch wieder Geschmackssache, wie es jeder am liebsten mag. Ja, vielleicht so. Und ja,
Wir sehen, sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt können wir hier noch so ein bisschen weichzeichnen, wenn wir wollen. Und zwar hier mit unserem Weichzeichnen Pinsel oder wie auch immer Werkzeug man das nennen möchte. Und gehen hier auf Weichzeichnen, machen das ein bisschen größer und zeichnen hier hinten noch den Hintergrund so ein bisschen weich, dass dann dieses, wie sagt man, dass dieses Rauschen noch so ein bisschen ja, weich gezeichnet wird. Das ist, wie gesagt, aber auch Geschmackssache, weil aber ein bisschen sollte man es vielleicht noch machen. Und ja, aber das ist, wie gesagt, eine Sache, die muss jeder mit sich irgendwie selbst ausmachen. Ich zeige hier nur ein Beispiel, eben einen Workflow, wie man so etwas tun kann. Die Werte können natürlich auch unterschiedlich sein. Das müsst ihr dann von Bild zu Bild anpassen. Was kann ich jetzt noch machen? Jetzt kann ich höchstens noch hingehen, kann mal auf Farben gehen hier und auf Werte und vielleicht hier noch so ein bisschen aufhellen oder beziehungsweise abdunkeln das Ganze oder aufhellen. Das ist zu hell, also dunkeln wir das noch ein bisschen ab hier. So vielleicht. Und machen hier noch so ein bisschen heller. Und jetzt haben wir hier so ein Porträt erstellt mit hohen Kontrasten, mit einer hohen Schärfung oder einer starken Schärfung, mit Dynamikkompression und mit Entrauschen. Und ja, das war das ursprüngliche Foto, das ist schon ein sehr schönes Foto. Und hier haben wir so ein künstlerisches Foto eben daraus erschaffen, indem wir diese Vorgänge benutzt haben, die ich soeben gezeigt habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, baut es nach, nehmt andere Motive, passt die Werte an. Und ihr könnt auch noch mit Local Normalization unter GIMP bzw. unter GMIC arbeiten. Auch da kann man mit den Werten was machen. Und bevor ihr zum Beispiel mit diesem Local Contrast Enhancement oder Enhancement, wie man das ausspricht, arbeitet, könnt ihr das nochmal mit dem Local Normalization versuchen. Also es gibt viele Wege, die man hier beschreiten kann. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wie gesagt, wenn es euch Spaß gemacht hat, dieses künstlerische Porträt anzuschauen letztendlich und es vielleicht nachzubauen. Lasst mir doch einfach einen Kommi da, das würde mich auch sehr freuen und vielleicht einen Daumen nach oben für die neuen Menschen, die hergefunden haben. Gleich im Abspann kommt mein Kanalsymbol, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal oder den Kanal abonnieren. Okay, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.